Mahlzeit, moin Leute. Heute mache ich einfach mal einen Service in unserem Bagger. Oder einfach mal 500-Stunden-Service. Auf jeden Fall werde ich eigentlich, ja doch, jeden Filter, den die Kiste hat, wechseln. Achsen, alle Öle einmal tauschen. Zwischengetriebe halt, oder Verteilergetriebe, wie man es auch immer nennt. Das auch tauschen. Motoröl werde ich tauschen, Luftfilter werde ich tauschen. Einmal das Rundum-Glücklich-Paket. Kann ich euch einmal im Schnelldurchlauf dann eben einmal alles so ein bisschen zeigen und fertig. So, das sind alle Filter, die die Kiste hat. Einmal AdBlue, Motoröl, zweimal Diesel, Vorlauf und oder Vorfilter, Nachfilter. Dann zweimal Hydrauliködelfilter, einmal Rücklauf und einmal ein Saugfilter. Und nochmal zweimal Luftfilter, einmal der grobe und der für den feinen Dreck. Ja, die Filter habe ich alle gefunden bei Mannfilter unter der Seite. Oder da kann man ein Fahrzeug auswählen. Dann kriegt man alle Nummern, die die Kiste hat. Nur einen von den Hydrauliködelfiltern habe ich leider da nicht gefunden. Auch generell im Internet nicht. Die gibt es leider nur beim Hersteller. Oder den einen schon, den anderen leider nicht. Jetzt haben wir beide bestellt da und fertig. Da haben wir einmal das Getriebeöl. Das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, 85, ja, 85 W90 GL5 nach Herstellerangaben, was im Handbuch stand, das habe ich bestellt. Das Öl habe ich beides bei Würth bestellt. Preis-Leistung super, Qualität auch gut. Motoröl auch, das habe ich auch nach Herstellervorgaben oder Deutz-Vorgaben. Hat auf jeden Fall die passende Qualifizierung, was er haben muss. So, Öl habe ich jetzt schon abgelassen. Das ist hier auf jeden Fall ganz smart gemacht. Da hat man eine Ölablassschraube, die mit so einem, ja quasi, die schraubt sie los und die bleibt noch dicht. Und da kann man einen Schlauch drauf schrauben und dann lässt er quasi erst das Öl ab, also ohne große Sauerei. Filter natürlich auch getauscht. Da ist es natürlich ein bisschen mehr eine Sauerei, weil da eine Seite ist. Aber was willst du machen? So, jetzt kommt neues Öl drauf und dann ist der Motor schon wieder glücklich. So, hier nochmal einen kurzen kleinen Tipp für die Filter oder die Hydrauliködelfilter. Folgendes, man zieht die ja hier raus, ist klar. Und bei diesem Filter hier, das ist der, was ist das, Rücklauffilter eigentlich. Der hat unten quasi eine Sperre drin. Sobald man einen Filter rauszieht, ist der nämlich dicht hier drin. So wie jetzt geht's halt. Worauf du ziehst den raus, lässt den ja noch ein bisschen abbluten. Und danach ist oft das Problem, dass das Ding hier voll ist. Dann steht der meist bis hier oben hin voll. Willst du den neuen reinschieben, dann würde der theoretisch überlaufen und sonst scheiß alle. Deswegen einmal natürlich vorher ordentlich sauber machen, dass da kein Dreck reinkommt. Geo Zollstock, irgendein anderes. Hauptsache, es muss sauber sein. Hier unten ist einmal so ein, ja, merkt man, wie man mit Feder belastet. Wenn man den einmal drückt, dann sieht man, wie das Öl einmal runter geht. Und danach kann man den neuen Filter reinschieben, ohne dass es eine riesen Sauerei gibt. Ich weiß gar nicht, bei dem Service hier müsste, glaube ich, auch das Hydrauliköl getauscht werden. Aber wir haben das bei dem alten Bagger auch so gemacht und hier jetzt auch. Wir tauschen das alle 2000 Stunden und fertig. Oder 3000, ich weiß es gar nicht. Weil das alles nicht ganz so günstig ist und die Filter kommen jedes Mal neu und fertig. So, hier nochmal zum Thema Dieselfilter. Ich habe einfach hier unten drunter saß der hier, dieser Kontakt und zum Ablassen von Feuchtigkeit. Der sitzt ja hier vorne. Ich habe auf jeden Fall eben unten ein Schläuchchen drauf gemacht. Warte, jetzt kann man es besser sehen. Hier vorne hat er gesessen. Ich habe da auf jeden Fall hier unten eben Schläuchchen drunter gemacht, angelöst. Und dabei den Filter auch noch losgedreht, so dass der dann ablaufen kann. Also zumindest ein bisschen. Dass wenn ich den oben losdrehe, dass es nicht direkt überläuft. So hat man alles ein bisschen sauberer. So, hier kann man es auch noch mal sehen, wie so ein Sensor funktioniert. Also der Sensor ist dafür da, wenn Wasser im Diesel ist. Weil Öl schwimmt ja oben, Diesel ist ja Öl. Und auf jeden Fall, wer dann unten, wird sich das Wasser absetzen. So, und diese zwei Kontakte stellen dann fest, ob da Wasser drin ist oder nicht. Ist halt, Öl leitet ja eigentlich nicht oder hat einen ganz, ganz hohen Widerstand. Und zwar, und Wasser leitet ja, wer ein bisschen aufgepasst hat, in Physik oder so, weiß es. Wenn hier der Widerstand kleiner wird, dann merkt das Steuergerät das oder der Sensor, keine Ahnung was. Auf jeden Fall geht dann Fehlerlampe an und fertig. Dann lässt man hier Wasser ab und dann geht's wieder. Auf jeden Fall, den muss man halt immer tauschen. Bei dem anderen ist nur Plastikablass drunter. Eben eine neue Dichtung drunter machen, kann man einfach rausschrauben. Bei dem anderen ist Plastikding, da ist eine Dichtung drin, die eben hier drin getauscht. Alles wieder zusammen. Natürlich den Dieselfilter vorher befüllen.
umso weniger muss er orgeln. Aber wenn man ganz viel Pech hat, springt er gar nicht an. Aber der wird nachher trotzdem erst noch nicht anspringen wollen, weil er halt immer noch ein bisschen Luft in der Leitung hat. Auf jeden Fall die Dieselfilter einmal bis oben in voll machen und dann springt er auch an. So, hier nochmal zum Thema Bluefilter. Muss ich auch ehrlich sagen, das ist mein erster, den ich tausche. Es war auf jeden Fall ein smartes Werkzeug dabei, wenn es funktionieren würde. Ha. Nee, also, warte, ich leg das mal eben weg. Auf jeden Fall war dieses Plastikding hier drin oder dabei beim Filter, beim neuen. Auf jeden Fall den schiebt man, also der ist so rum ist der quasi hier drin. So, und da die beiden Dichtungen, dann steckt der natürlich noch in diesem Sackloch drin. Dafür ist diese Herausziehvorrichtung. Die schiebt man von unten rein, dann klickt die hier oben mit den Nasen ein. Dann kann man eigentlich den ganzen Filter so rausziehen. So, bei mir ist er natürlich übergesprungen, weil der relativ stramm drin saß. Ich weiß jetzt nur nicht, hier die beiden Dichtungen, wahrscheinlich wurden die vorher nicht eingeölt, sondern nur trocken reingeschoben und dann natürlich backen die fest und kriegen nicht so leicht raus. Aber ich weiß jetzt auch nicht, bei AdBlue, ob man das irgendwie mit Öl vermischen darf. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen kleinen Tropfen Motoröl über die Dichtung eben mit dem Finger gemacht, dass die nächstes Mal auf jeden Fall nicht festbacken. Könnt ihr gerne mal eben in die Kommentare schreiben, wer da wirklich Ahnung von hat, ob man das mischen darf oder nicht. Oder ob da, weißt du, ein Tropfen Öl quasi ins AdBlue reinkommen darf oder nicht. Also, ich würde mal hoffen von nicht, ansonsten haben wir ein Problem. So wird der dann nächstes Mal auch so rauskommen. Naja, generell Filter, also so Filterkartuschen oder generell alles, was an Filtern mit Gummidichtungen versehen sind. Die Gummidichtungen immer einen Tropfen Öl drauf geben, dass sie nicht festbacken. Weil das Problem ist, wenn du die trocken zusammenschraubst, kannst du super anziehen, alles gut. Aber das große Problem ist, wenn die dann erstmal einmal fest sind, die saugen sich ja auch noch so ein bisschen fest oder die backen ja generell quasi, die Dichtung backen so ein bisschen an. Und das Lösen dann ist totale Scheiße. Meist kannst du dann einen Schraubendreher einmal hier durchhauen und dann richtig ziehen oder eine Zange irgendwie. Auf jeden Fall danach kannst du den Filter richtig vergewaltigen, dass du ihn wieder loskriegst. Deswegen immer ein Tröpfchen Öl, einmal auf der Dichtung drüber her und fertig. Schon kann nichts mehr passieren. Ansonsten Ölfilter, immer drehe ich die handfest wieder an. Nicht irgendwie noch wieder mit einem Filterschlüssel drauf oder so. Immer einfach nur alles, was man mit der Hand halt kann. Fertig. Bei mir ist noch nie einer undicht geworden. Und sobald der jetzt einmal lief, kriegst du die eh nicht mehr per Hand los. Danach musst du die wieder schön mit einem Schlüssel losnehmen. So, jetzt beim Thema Starten das erste Mal. Hier mit den Dieselfiltern so sind ja getauscht. Klar ist jetzt überall noch wieder ein bisschen Luft in den Leitungen. Bei den meisten Autos oder weil wahrscheinlich LKWs, manche Trecker wahrscheinlich auch, die haben eine elektrische Pumpe, die meist einmal angesteuert wird, wenn du die Zündung anmachst für also 3 Sekunden und danach geht die wieder aus. Außer Auto läuft, dann läuft die natürlich. Aber auf jeden Fall, die meisten, die werden einmal angesteuert, danach gehen sie wieder aus. Aber hier ist es leider nicht so. Könnte natürlich trotzdem noch sein, dass er eine Vorförderpumpe hat, aber da bin ich mir jetzt nicht mal sicher. Auf jeden Fall, hier hat er eine Dieselpumpe, die direkt hier vom Stirntrieb angetrieben wird. Oder die Älteren haben das über einen Keilriemen. Auf jeden Fall, die wird hier vorne mit angetrieben. Das heißt, da bringt eigentlich Zündung am Machen nichts. Ich mache es jetzt hier trotzdem 3-4 Mal hintereinander. Das gegebenenfalls hier AdBlue-System, da weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es egal, aber dass wenn da jetzt irgendwo Luft drin ist, da 3-4 Mal Zündung an, dass das Ding vorpumpt, dass die Luft rauskommt. Thema neue Starten, wenn du Öl getauscht hast, ist auf jeden Fall wichtig. Das machen auch viele falsch und Werkstätten. Ich glaube, viele wissen das auch nicht mal. So wie hier ist ja jetzt dann, sag ich mal, die ersten 10 Sekunden kein Öldruck da. So, die meisten stellen an und geben direkt ein paar Mal Gas, damit natürlich schneller Öldruck aufgebaut wird. Aber ihr müsst natürlich denken, dann gibt's keinen Öldruck im System und der Turbolader, der dreht ja natürlich dann direkt voll hoch und viele haben danach schon einen Turboladerschaden oder einen Vorschaden. Es ist auf jeden Fall schädlich. Am besten anstellen. Ich lasse die Dinger nur 15 Sekunden oder so laufen. Meistens hört man schon am Motor, sobald der Öldruck kriegt, dass er dann Öl hat, dass die Hydrostöße, wohl der hier weiß, ich glaube, der hat gar keine, aber auf jeden Fall, bei Autos hörst du es auf jeden Fall meist. Sobald der Öldruck da ist, dann weißt du Bescheid, dann lass ihn noch 5 Sekunden laufen, dann stelle ich sie aus. Einfach Standgas laufen lassen, fertig.
So, hier jetzt einfach zwei, dreimal Zündung anmachen. Man hört jetzt auch schön, dass die Blutpumpe pumpt. So, mal nochmal. Aber ich denke mal, dass es eh nichts bringt. Aber ich mache es einfach zur Sicherheit und fertig. So. Da ging irgendwas durch. Naja, ich guck mal eben. Sorry, ihr habt gerade auch gehört. Hier vorne, diese Klappe ist einfach runtergefallen. Erschreckt man sich natürlich erstmal. Aber egal. So, der gerade gehört, ist angesprungen. Kann jetzt natürlich sein, dass er jetzt wieder anspringt und gleich einfach ausgeht. Weil er jetzt noch natürlich ein bisschen Diesel vor der Hochdruckpumpe hat. Aber er läuft. So, wenn ich jetzt Dieselfilter getauscht habe, jetzt lasse ich den einfach mal ein, zwei Minuten laufen im Stand. Weißt du, dass der alle Blasen aus dem System drückt, bevor man jetzt die Gas gibt und der so gesehen mehr Sprit braucht. So, einfach ein bisschen laufen lassen und danach ist man schon fertig. Oh, Thema Achsenöle tauschen. Der hat ja einmal hier in der großen Achse, hat er einmal Öl. Dann hat er da in dem Fahrantrieb, kann man das sehen? Ja, hoffentlich schon. Da hat er einmal unten Öl drin. Hinten ist halt auch ganz normal die Achse, wo Öl drin ist. Und an jedem Rad quasi das Planetengetriebe ist auch nochmal einzeln. Da ist auch nochmal Öl drauf. Wie folgt macht man das? Bei diesen Achsen hier gilt es einfach nur darum, dass sie in eine Waage hängen. Quasi das ganze Fahrzeug in eine Waage. Dann lässt man das einfach ab. Wo gerade gucken. Hier. Warte, da ist mein Finger. Da. Oder wahrscheinlich. Oder auch nicht. Nee, hier vorne. Da. Also es gibt verschiedene Varianten. Weil diese Achsen, die sind wahrscheinlich in mehreren Fahrzeugen eingebaut. Auf jeden Fall da ablassen. Und hier vorne wieder auffüllen. Meistens ist der Stand immer ungefähr halb voll, immer ein bisschen drunter. Das ist auf jeden Fall meistens ein normaler Stand für Achsen, außer irgendwo was Spezielles, aber so kenne ich das meist bei Baumaschinen. Und hier macht man das so, man dreht das Rad nach unten hin, dass diese Stelle hier ganz unten ist, dreht das los, lässt das Öl natürlich rauslaufen, bis nichts mehr kommt. Danach stellt man den ungefähr, oder eigentlich in Waage, so, dass hier dieser Strich, also dass das hier gerade ist. So, und dann füllt man wieder so viel aus, bis es überläuft und fertig. Ich hatte mir dafür auch mal so ein cooles Ding gebaut, mit einem Magneten und quasi ein Rohr dran. Alles schön dünn gemacht. Den Magneten konntest du einfach hier dran machen und dann hing das Rohr hier quasi so. So hing dann das Rohr, war noch ein bisschen anders, also irgendwie, weiß nicht, hat das Rohr so, dass es schön weit nach hinten hinging und weit aufgeschnitten war. Auf jeden Fall konnte man dann hier einfach eine Wanne drunter stellen und es lief ab. Natürlich wie immer, ich weiß nicht, wo das Ding liegt. Jetzt werde ich das einfach so mit einem, wie früher, immer mit einem Rohr machen und fertig. Dann gibt es keine Sauerei. Auf jeden Fall kann ich das schön am Bagger, also weiß nicht, beim Trecker oder so, bockt man den eben auf oder man fährt halt einfach vor und zurück, passend, bis es immer passt. Aber beim Bagger ist das Schöne, der kann sich ja selber aufbocken. Danach kann ich die Räder jetzt einfach drehen, wie ich will. Weißt du, lass es ab, dreh wieder hoch, fertig. Auf jeden Fall muss ich den dafür aber laufen lassen, weil der hat eine elektronische Bremse und die geht sofort zu, wenn der aus ist. Boah, ich weiß nicht, ob reicht Zündung anmachen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt schon mal eben mit den anfangen, die einmal alle ablassen oder ablassen, direkt wieder auffüllen und dann ist das auch schon wieder fertig. So, der Service ist vollbracht, Wagger fährt wieder. Ich war jetzt gerade noch mal eben die Kiste waschen, mit warmem Wasser, damit ganz Öl und so, was überall an der Achsen war, weg ist. Natürlich auch im Waschplatz, nicht bei uns. Ja, auf jeden Fall ist jetzt eigentlich alles soweit fertig. Hier Fett habe ich auch noch nachgefüllt. Da kann man ganz einfach oben diese Haube, die durchsichtige, kann man abnehmen. So, dann drückt man einfach ein paar Kartuschen rein und fertig. Natürlich kann man besser eigentlich Kanisterfett, aber haben wir nicht. Eben ein paar Kartuschen, da haben wir noch ein paar Kartons voll.
Also das ist natürlich dann ein bisschen einfacher und fertig. Dann macht man das da eben mit voll und dann kann er wieder abschmieren. Auf jeden Fall hatten eine Menge Leute nochmal nachgefragt, was ich jetzt hier alles dran gemacht hatte. Ich hatte einmal hier die Lenkung umgebaut. Ich weiß, die Schalter sind nicht ganz so schön. Auf jeden Fall hier, da aktiviert und zack, schon kaum mit dem Joystick. Ah ne, andere Seite. Hey, schon kaum. Ach, Entschuldigung, ich muss das jetzt natürlich noch aktivieren. Der stand ja schon wieder so lange und dann macht er das natürlich nicht mehr. So, und jetzt kann man hier mit lenken. So, so kann man es gut sehen. Hier, einfach hier mit durch die Gegend fahren. Aber mein Vater fährt den Bagger jetzt schon über 1000 Stunden mit dem Ding. Und er sagte, da kann man sich auf jeden Fall, oder da gewöhnt man sich sofort dran. Und bei seinen Tätigkeiten ist das Gold wert. Naja, auf jeden Fall, das funktioniert. So, dann hatte ich ja auch noch hier die Achse. Die muss man ja immer sperren hier, weil ich kann das ja mal eben erklären. Folgendes, mein Vater macht den ganzen Tag Grabenreinigung. Sprich, der fährt den ganzen Tag so und ist den ganzen Tag am Fahren mit Schaufel vorne dran und muss die ganze Zeit wieder in den Graben rein und wieder raus. Natürlich jedes Mal beim Anheben und so muss man eben einmal die Achse sperren. So, und da man dann jedes Mal, wenn, oder theoretisch muss man die nicht die ganze Zeit entsperren und sperren, aber da der Untergrund ja anders wird, oder wenn der Huckel kommt, dann steht er auf einmal nur auf drei Beinen oder auf drei Rädern und kippelt hin und her, oder theoretisch auf zwei, und dann will er nicht mehr vorwärts. Auf jeden Fall kann man jetzt hier, oder ich habe mir einfach einen Knopf hier genommen, abgegriffen. Da ist ein Relais hinter, was, wie heißt das denn? Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Auf jeden Fall, wenn man einmal tickt, ist an, nochmal ticken, ist aus. Also jetzt gedrückt, zack, die LED leuchtet. Das heißt, rot, Achse ist nicht gesperrt. So, jetzt sieht man auch, ja, so einen Arm aus. Aber der macht ja wahrscheinlich gar nicht ohne Schippe. Auf jeden Fall würde der jetzt umkippen. Naja, jetzt geht's, aber ohne Schippe macht er nichts. Ist natürlich keine Last. Auf jeden Fall wieder gedrückt, ist wieder gesperrt. So kann man den ganzen Tag die Joysticks quasi in der Hand behalten oder die ganze Zeit beim Fahren. Muss nicht ständig wieder umgreifen, was natürlich mega nervig ist. Ja, jeder kennt's. Am besten so wenig machen, wie es geht. So, so kann man die ganze Zeit alles im Griff behalten und wenn man sich ein bisschen drauf eingespielt hat, geht das alles ganz einfach. So, dann hatte ich jetzt auch noch hier Kameras ja nachträglich installiert. Einmal vorne rechts ist das Rad. Das ist jetzt. Weil wir gedreht sind. Ha! Nee, aber eigentlich so, Straßenfahrt. So, wenn man irgendwo durchfahren will, wo man nichts sieht und alles, man kennt's. Ja, von hier aus. Man sieht natürlich nichts, hier vorne die Ecke, also da muss man sich schon hinstellen und gucken, man sieht es halt so nicht. So, so kann man halt genauestens sehen, wo das Rad lang fährt und ja, man weiß halt alles, was abgeht. Warte, ich muss gerade selber gucken, wie man die umstellt. So, da ist einmal vorne am Arm ist eine Kamera. So, folgendes, so. Natürlich sieht man alles, ist alles kein Problem. Aber wenn man in Löchern unten drin ist oder Gräben, die 2-3 Meter tief sind, dann hat man ganz oft, dass man unten nichts mehr drin sieht. So, und so kann man, sieht man ja direkt am Arm, guckt die dran entlang. Sprich, man kann direkt ins Loch reingucken und kann sich dann nochmal eben an der Kamera orientieren, was da noch los ist. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Kamera hier, die kann 3 Stück und jetzt kriegt er noch eine, weil ja, ist jetzt egal, das ist jetzt nichts, also die ist noch unbelegt, aber jetzt kriegt er noch eine zu der Seite hin, weil wenn man ganz normal hier drauf sitzt, dann guckt man genau hier immer vor, also muss man immer zur Seite gucken. So, und da der oft den ganzen Tag auch mal auf Straße fährt und alles, ist ja logisch,
hast du immer hier so einen toten Winkel. Also sagt auch selber, das hat immer funktioniert bis jetzt. Aber oft hat man sich doch schon erschrocken, dass dann die ganze Zeit ein Auto neben eingefahren ist, weil man das nicht gesehen hat. Auf jeden Fall wollte ich noch eine Kamera, die quasi nach hier geht. So, dann hat man hier den Bildschirm. Man guckt ja eh die ganze Zeit in die Richtung. Und wenn man dann sieht, dass da ein Auto auf einmal steht, dann kann man natürlich eben wegfahren. Oder dann weiß man es zumindest. So, dann habe ich ja hier am Schild nochmal rundum leuchten. So, da sind sie am Blinken. Und ich glaube, das Ganze kann ich euch am besten einmal eben von unten zeigen. Ja. So, hier das Ganze einmal von außen. Ja, kurze. Wenn ihr euch vorstellt, ihr fahrt so auf Straße, dann hat der Bagger an sich an den Seiten nicht wirklich was auffällt oder warnt. Der hatte sonst immer einfach hier an den Seiten, links und rechts, hatte je so eine Rundumleuchte dran gemacht. Aber das war auch immer dran machen, abmachen und so. Deswegen habe ich jetzt hier links und rechts eine drauf gemacht, die fest montiert sind. Oder das sind halt diese ganz normal zum Aufstecken, damit sie nicht geklaut werden. Ja, auf jeden Fall, so kann man einen gut sehen. Die Sicherheit ist da. So, dann diesen Anhängerpin. Da war ja auch ein riesen Heckmeck vom Hersteller und das weiß ich nicht. Ich glaube, Janmar, die konnten das nicht oder die konnten nur eine normale, quasi für einen normalen Kipper oder für einen Trecker oder so, eine ganz normale Anhängerkupplung, keinen Kugelkopf eintragen lassen. Und das Problem ist ja, Vater wollte das gerne eingetragen haben, weil das halt, ja, wenn dann was passiert, dann bist du dran und das ist kacke, ne? Auf jeden Fall ist der jetzt hier eingeschweißt worden, dieser Block an sich. Das habe ich machen lassen, weil man dafür ein Zertifikat brauchte. Ich habe alles vorher extra mit dem TÜV abgesprochen. Hier neben ist jetzt auf jeden Fall eine Nummer eingeschlagen, eine Prüfnummer, die ich vom TÜV gekriegt habe. Auf jeden Fall ist das jetzt alles so eingetragen. Man darf aber nur Anhänger mitführen oder ich weiß gar nicht, zur Beförderung von Arbeitsgeräten. Da das ja eh hier nur der Grabenanhänger ist oder der Anhänger, wo alle Schippen drauf liegen. Weil das Problem ist, der hat halt Schippen, die 4 Meter breit sind und die kannst halt schlecht auf Straße vorhaben. Aber du darfst, glaube ich, generell hier nur 1 Meter Arbeitsbreite vorhaben auf Straßenfahrt. Also musst du die Schippen ja immer auf dem Anhänger und dann immer mit PKW hin und her fahren. Da alles extra Arbeit ist, haben wir die jetzt dran. So, so kann er dann, wenn er von Straße zu Straße oder Feld hin und her fährt, kannst du eben Anhänger hinterknüppen und fertig. Bist du mit bedient. Ja, da habe ich ja hier, aber hier die ganze Elektrik, die ist dort alles im Rohr geschützt. Hier habe ich eine Steckdose dran gemacht. Und hier ist einmal Hydraulik. Wenn du den hier zumachst, dann ist der gesperrt. Dann sind diese Zylinder hier beide fest. Die können sich da nicht mehr bewegen. Da ist quasi der mit gesperrt, der nach unten hin geht. Das ist einfach nur dafür da. Straßenfahrt. Eigentlich ist das mehr eine Angstfunktion als alles andere. Aber haben wir den TÜV, der fand das auch gut. Ja, auf jeden Fall kann der da nicht absacken. Also wenn irgendwo anders ein Schlauch reißt. Klar ist immer noch ein bisschen Risiko bei. Aber ganz ehrlich, wenn das runtergeht, dann merkt man das. Ja, auf jeden Fall das zum Sperren da. Hier ist die ganze Elektrik, die geht ja in der Mitte durch den Turm, aber ich glaube, das habe ich schon mal alles gezeigt. Also das funktioniert auf jeden Fall alles noch. So, dann, ich glaube, das haben wir nämlich nie gezeigt, habe ich hier nochmal, hier war eigentlich ein Werkzeugfach, aber da der Trecker, ach, da der Bagger ein bisschen viel Sprit braucht und man eigentlich so ziemlich jeden Tag nachtanken muss und man ja oft auch irgendwo sonst wo ist, wo man nicht mal eben zur Tankstelle fahren kann. Und mit Kanister tanken und so und hin und her ist halt alles doof. Auf jeden Fall habe ich hier aus richtig massivem Stahl einen Tank gemacht. Also hier, da, das ist der Tank. Der hat einmal unten drunter eine Platte von 1 Zentimeter und der Rest ist alle 5 mm dick. Auf jeden Fall so, dass der richtig stabil ist, dass wenn man von unten mal ein Ast kommt, dass da nichts passiert. Der ist auf jeden Fall hier in der quasi in der alten Halterung mit eingeschweißt. Ja, da gehen glaube ich 220, 240 Liter rein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da geht auf jeden Fall eine Menge rein. Ja, hier stabil gesichert. Klar, wir werden immer noch Sprit klauen, der flexert los.
Nimmt mit und fertig, aber egal. Ist schon mal besser als nix. Auf jeden Fall, so ist der gut gesichert. Man kann jetzt auf jeden Fall, sagte Vater, ich glaube 330 Liter, wenn beide Tanks quasi jetzt leer sind, kann man mitnehmen und das ist ja schon mal was, ne? Damit kann man ein, zwei Tage baggern. So, und dann hat er ja einfach hier seine Betankungspumpe. Der dreht ihn dann passend, dann kommt die da rein, dann wird der leer gesaugt und fertig. Er sagt auch, das geht super, geht schnell und so sind alle glücklich. So, ich glaube, dann habe ich jetzt auch eigentlich alles gezeigt zu dem Bagger. Wenn ihr noch irgendwie was wissen wollt, irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwie was, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst einen Daumen oben da. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Tschüss!